So, und damit begrüße ich euch wieder zurück zum Radsportmanager-Abo-Team. Ich habe jetzt gar nicht mehr die normale Ansage, wie sonst immer. Ich habe mich jetzt gerade mal eine halbe Stunde an die Trainingspläne gesetzt, weil ich da auch gesehen habe, dass es da einige Kurven gab, die doch schon sehr in den Ermüdungsbereich gegangen sind. Das sehen wir auch, wenn wir jetzt gerade hier unser Team zusammenstellen. Da habe ich irgendwie vor 8 Monaten, als wir das letzte Mal gespielt haben, nicht so richtig drauf geachtet. Also hier dieser rote Punkt ist dann natürlich schon eine gewisse Ermüdung, sehen wir auch hier. Hat dann eben jetzt auch leider Auswirkungen auf unser Rennen. Unser Kapitän Jule Tyson zum Glück nicht. Ich denke mal, dass wir auf ihn setzen müssen. Auch Oliver Zurflu ist da eigentlich noch ziemlich gut mit dabei. Auch Kopfsteinpflaster 77 vorm Höhepunkt. Jule Tyson hat allerdings eine deutlich bessere Fitness. Also wir spielen gleich Paris-Roubaix, aber erst nochmal ein kleiner Überblick. Danke für die vielen Kommentare. Da kann ich nur die Hände zusammenfalten und mich verbeugen vor euch, dass ihr immer noch so viele seid, die immer wieder zuschauen, auch nach längeren Zeiten. Also dafür großes Dankeschön. Denke mal, es kommen auch noch mal ein paar mehr dazu, die jetzt erst gemerkt haben, so, och Mensch, ne, da ist er ja wieder. Und dafür braucht es nur einfach eine Pandemie, damit ich wieder meinen Kanal starte. Es ist ja eigentlich wirklich ein minimaler Aufwand für euch. Also hättet ihr ruhig schon mal früher machen können. Nein, wie gesagt, keine Witze über Corona. Ich versuche mich dort zurückzuhalten. Also, was habe ich gerade gemacht? Ich habe mir die Vorbereitung für die Fahrer angeschaut, die verschiedenen Ziele, die die Fahrer haben. Natürlich haben die meisten Trainingsgruppen jetzt Tour de France, Vuelta oder eben Giro d'Italia drin. Deswegen habe ich das mal angepasst, sodass die Ermüdung dann eben auch nicht ganz so stark ist. Wir haben zum Beispiel hier Jonas Joel, der jetzt die Tour de Romandie als nächstes Ziel hat. Das ist auch die nächste große Rundfahrt, die wir im Programm haben. Danach wird er erstmal während des Giro d'Italias wieder ein bisschen runtergefahren. Eigentlich ein bisschen merkwürdig, Tour de Romandie nutzt man ja normalerweise als Giro-Vorbereitung, aber egal, während des Giros wird es runtergefahren, zur Tour de France geht es wieder hoch, beziehungsweise wir haben hier so eine kleine Lücke, fällt mir gerade auf, da müssen wir vielleicht doch nochmal, weil er ja unser bester Bergfahrer ist, nochmal nachlegen, also so in der Vorbereitung auf die Tour de France, jetzt bin ich schon bei der Vuelta, okay, das war ein bisschen schnell, Tour de France ging jetzt hier auch flott durch, also wo haben wir denn noch Luft, wo man sagen könnte, ja, dann geht die Ermüdung hinten raus hoch, da müssen wir vielleicht nach der Tour de France nochmal eine Pause reinhauen. Wenn wir hier eine Pause reinhauen, dann sind wir jetzt am Ende der Tour de France aber auch nicht so stark. Vielleicht, ui, jo, das haut's auch. Also man muss das so ein bisschen austarieren. Da haben wir auch eine Ermüdung zu Beginn der Tour de France. Das ist auch nicht gut. Das wird der Fahrer während der Tour de France wahrscheinlich nicht mehr aus den Knochen schütteln können. So, Richtung Tour de Suisse können wir noch ein bisschen runtergehen und dann können wir vielleicht später nochmal ein bisschen höher gehen, wenn wir da eine Pause reinhauen. Dann können wir vielleicht hier bei der Tour zum Ende hin einfach nochmal ordentlich reinknödeln. Mal schauen. Diese Formkurven, natürlich auch je mehr Rennen die Fahrer fahren. Man sieht hier auch Renntage aktuell geplant, waren 7. Er hat halt schon 18. Also das ist nicht immer so optimal. Mal schauen, ob wir auch irgendwie, was, geplant, minus 9. Vielleicht sollte man diese Zahl aber jetzt auch nicht. Vielleicht kann es mir auch einer erklären. Ich habe mit dem Team noch nie so lange gespielt und mir auch nie so Gedanken gemacht, ist auch der 2017er Radsportmanager, also was soll's, wahrscheinlich Renntage aktuell 17. April, aha, oder 17 aktuell und 4 waren geplant, ich weiß es nicht genau, wie man diese Zahl dann deuten soll, auf jeden Fall habe ich es hier angepasst, man sieht hier, bei einigen Fahrern gab es da jetzt schon eine große Ermüdung, auch bei Jule Tyson gab es jetzt eine Ermüdung, die aber eigentlich schon wieder runter sein müsste, deswegen denke ich, dass wir ganz gute Chancen haben. Lukas Vogt hat auch in die Kommentare geschrieben, hat hier auch eine leichte Ermüdung, wird dann zur Tour de France stetig in Form Anstieg haben, aber auch während des Giro d'Italias, also da müssen wir mal schauen, wen wir dort alles mitnehmen. Auch Roman Keune hatte hier jetzt einen großen Anstieg der Ermüdung, da können wir glaube ich aber nichts mehr rückgängig machen. Ne, ich habe ihm jetzt auch hier schon zweimal eine Pause eingetragen, war halt Vuelta Ciclista Catalunya, war jetzt eben der Formhöhepunkt und jetzt gibt es erstmal eine kleine Delle. Da können wir auch, Gerhard Delling wird dort am Start sein. Also, das habe ich jetzt mal angepasst, so dass das möglichst jetzt hier bei 0 ist für den Rest der Saison. Muss man immer mal wieder drüber schauen, je nachdem wie viele Rennen Fahrer auch fährt, was dann so passiert. So, ich schaue nochmal in die Kommentare von gestern. Genau, Christian Gebhardt, die Ziele, da wollten wir noch drauf schauen. Kommt erst wieder so richtig zum Ende des Jahres zum Tragen. Also jetzt erstmal eine kleine Pause, natürlich doof jetzt, wo wir gerade gestartet sind, aber die Formkurve war am Anfang eben klar, Nordklassiker-Fahrer, da war er relativ stark, hat auch gute Ergebnisse eingefahren, zum Ende der Saison wird es dann jetzt nochmal besser werden.
Also zu Weltmeisterschaften und diese ganzen Klassiker, die hinten raus ja auch noch kommen. Aber vielleicht auch die Vuelta zum Beispiel als Helferlein oder als Bergtrikotfahrer, Ausreißer, sonst irgendwas. Das wäre noch eine Möglichkeit. Genau, und Lukas Vogt hat irgendwie so alle Optionen. Der hält sich als wirklich guter Teamhelfer so ein bisschen alle Optionen offen. So, was gab's noch? Wann hat mein Fahrer den nächsten Formhöhepunkt? Genau, eigentlich ganzheitlich, ganzjährig Höhepunkt. Also von Lukas Vogt. So, wen haben wir denn sonst noch? Late to the party. Müssen wir mal schauen. Ricardo Costa. Wir können einen kurzen Blick auf die anderen Teams werfen. Ah, wirklich nur einen ganz kurzen. Die Bilder sind hier ja raus, seitdem ich den neuen Rechner habe. Da schauen wir mal in der Ebene rein. Matthias Igel, der Sieger des Skisprings. Irgendwie werde ich das nie vergessen. Der Matt the Eagle. Mathis Waldo. Kann ja jeder mal einen kurzen Blick drauf werfen. Ich war übrigens auch im Zeitfahren dabei, wie ich jetzt gemerkt habe. Ich habe alle Abo-Fahrer genannt, aber mich selbst irgendwie übersehen. Bergfahrer Hendrik Lohmann mit einer 78, holy moly. Nicht schlecht. Benny Fjord hier mit der 77 hat auch alle angestauten Wortwitze wieder rausgelassen in den Kommentaren. Kann ich verstehen, geht mir ähnlich. Genau, also wie gesagt, könnt ihr hier mal so ein bisschen durchblättern. Haben wir das Team Paulaner, Mathis Waldo im Sprint 81 Beschleunigung, also auf den ersten Metern extrem stark. So, was haben wir denn sonst noch für Teams dabei? Schauen wir mal Team Paulaner. Ich habe, glaube ich, eben schon Paulaner gesagt. So, da haben wir Ebene 76, Adrian Vogt. Wen haben wir denn jetzt beim Kopfsteinpflaster dabei? Maxi Boos natürlich, nicht verwandt oder verschwägert mit Maxi Beaver, die damals das RTL-Wetter gemacht hat. Maxi Beaver in the house, check it out, y'all. Wer das noch kennt von Stefan Raab. So, ich kommentiere jetzt hier nicht alles. Marc Sprofer, der ja auch mal einen YouTube-Kanal hatte. 76 im Zeitfahren schon richtig guter Etappenfahrer. Pierre Baldinger, den hatten wir auch im Bild. Ich weiß gar nicht mehr wo. Ich glaube, beim Zeitfahren war er relativ stark. Genau, Maxi Boos, Jonathan Götze können jetzt vielleicht dann bei Paris-Roubaix vorne mitfahren. Matej Zadrycz, guter Sprinter. Kann ich immer noch wieder sagen, merkwürdig. Beschleunigung, Marvin Ehle, richtig gut. Und dann gehen wir noch in das verhasste Team Skoda. Da schauen wir mal rein. Philipp Anna sehen wir gleich oben. Am Berg Andreas Fleckenstein. Alles muss verstecken sein. Auf Platz 1 des Teams Jonas Radke, Mats Rosenkranz. Dann am Hügel Lena Kinnunen. Auch Kommentar geschrieben. Ich melde mich auch die Tage. Sorry. Adrian Götz, Andreas Fleckenstein sind da richtig gut. Zeitfahren Laurin Ehret mit der 78. Matthias Simon. Da sehen wir bestimmt auch Lena, im Zeitfahren gar nicht so stark, aber ganz gute Allrounder-Fähigkeiten eigentlich. So, Brolog, Carsten Grunewald, stimmt, war Carsten Grunewald nicht der Himbeerpflücker oder war es doch Kevin Dorfschäfer? Ich weiß es nicht mehr. Ich glaube Carsten Grunewald, ich habe es verwechselt in der letzten Folge, hat mich keiner verbessert, keiner hört mir zu, hat man es wieder. So, Robert Hoffmann, der ja wahrscheinlich heute nicht mitfährt, weil er bei einer anderen Rundfahrt eingeteilt wurde, aber Steven Schürke sollte doch eigentlich mit am Start sein. Da schauen wir gerade einfach mal rein. Willkürlich ausgewählt. Paris-Roubaix, nächstes Rennen. Ah, gebrochene Kniescheibe. Nur die Harten kommen in den Garten, ne? So, Yannick Nowak, Nadja Tripodi, auch gute Sprinterin. Yassir Hübner und der Steli Michel, der mir mein Klopapier geklaut hat an der Bushaltestelle. Und Diego Pellegrini natürlich auch. Letztes Mal einer unserer Top-Rundfahrer gewesen. So, ich würde sagen, wir gehen jetzt mal rein. Ich weiß nicht, wie lange ich jetzt schon gequatscht habe. Ich zeige euch mal das Team, das wir jetzt für Paris-Roubaix am Start haben. Sind natürlich, wenn ich mal die Kopfsteinpflaster-Auswahl nehme, die Top-Fahrer. Mathis van Hinken, wegen Unwohlsein habe ich ihn jetzt mal zu Hause gelassen. Außerdem ist bei ihm ist extrem mit der Müdigkeit, sieht man hier. Also, der ist momentan nicht zu gebrauchen. Das hat man auch schon bei der letzten Rundfahrt gemerkt. Da war die Ermüdung zu groß. Müssen wir immer mal wieder einen Blick drauf haben. Das werde ich dann aber offline, offscreen, immer mal wieder machen, dass ich das anpasse. Also, unser Kapitän, würde ich sagen, ist Jule Thyssen von der Fitness her, von der Ermüdung her, vom Wert her einfach momentan der stärkste Kopfsteinpflasterfahrer. Oliver Zurflu hat nur dann einen Kopfsteinpflasterwert von 76, minus 1. Kann ich mir jetzt nicht so genau erklären. Kann nur die Ermüdung sein. Eieieiei. Wie gesagt, da haben wir es ordentlich daneben gehauen. Oliver Zurflu mit der 75, Max Power mit der 75. Ich mach mal die Werte raus. Da sieht man, dass wir, wie gesagt, jetzt leider schon Fahrer haben, die sehr, sehr hohe Ermüdungswerte haben. Auch Christian Gebhardt ist ja eigentlich ziemlich müde. Das sehen wir hier. Ronde von Flandern war der Höhepunkt.
Also wir werden ein Team haben, was nicht unbedingt optimal am Start ist. Aber Juul Thijssen wird das schon machen. Vor allem er gewinnt einen Punkt durch alles. Also Juul Thijssen, Kapitän, wir konzentrieren uns auf ihn. Versuchen die anderen Fahrer natürlich auch möglichst gut mit rüber zu bekommen. Dann haben wir Lukas Vogt als Helfer nochmal dabei. Ebene 77, Kopfsteinpflaster ordentlich. Christian Reuter ebenfalls. Und der Rest ist eigentlich gutes Kopfsteinpflaster-Team. Zu den Top-Favoriten werden wir trotzdem nicht gehören. Aber Richtung Giro d'Italia sollte jetzt eigentlich mit in der Vorbereitung, mit der Ermüdung und so weiter alles passen. Hab da nochmal ein paar Pausen reingehauen. So, dann mache ich die Kommentare mal weg. Außer es ist noch einer dazugekommen. Nö, jetzt heute nicht. Ich nehme jetzt ein paar Folgen wahrscheinlich am Stück auf, damit ich dann die nächsten Tage einfach mal schauen kann. Bei der Arbeit kann es halt jederzeit heißen, okay, jetzt müssen Überstunden genommen werden oder eben Urlaub genommen werden. Deswegen weiß ich nicht, wie viel Zeit ich dann genau habe. Aber ich denke, mehr als normal. Wie gesagt, ohne Kunden, keine Bücher, keine Bestellung, da wird es dann schwierig. So, nochmal kurz mein Zauberwasser getrunken. Und dann kann es losgehen. Ich habe auch einen ganz interessanten Artikel eigentlich über die, von der Welt-Anti-Doping-Agentur war das, glaube ich, weil momentan kann ja keiner testen und alle befürchten jetzt, dass man diese ganzen Regularien nicht einhalten kann mit dem Doping. Natürlich, ist auch logisch. Wie will man das jetzt auch einhalten? Bin ich sehr gespannt, wie es da weitergeht. Kann ich jetzt gar keine Meinung zu sagen, weil momentan gibt es auch Wichtigeres, als ob sich jetzt Chris Froome oder sonst wer mit Doping zu ballern. Aber klar, bin wie alle sehr gespannt, wie wir aus der Situation rauskommen, wie es dann in 3, 4, 5 Wochen ausschaut, ob es länger geht, ob es länger dauert, das Ganze. Werden wir alles sehen. Also von den Tagesformen her können wir erstmal zufrieden sein. Wie gesagt, die Müdigkeit wird dann sein Übriges tun. Wir machen heute jetzt auch nur Paris-Roubaix. Das wird lange genug dauern, weil man da immer viel in der einfachen Geschwindigkeit unterwegs ist. Da gibt es viele Stürze oder man wird eben an einem Hügel mal abgehängt, weil man zu weit hinten reingefahren ist. Wasser holen ist wichtig. Hat man noch einen Helfer dabei? Und wir schauen uns natürlich gleich auch mal die anderen Teams an. Gerade bei mir den Ton mal leiser, nicht, dass ihr den doppelt hört. So, L'Équipe, L'Équipe. Da sehen wir schon Weltmeisterringe bei Bora Hansgrohe. Zumindest hier Bora Hansgrohe. So, was haben wir? Juul Thijssen plus 4. Sensationell gut. Damit haben wir Chancen, denke ich mal, Richtung Top 10 auf jeden Fall zu fahren. Jetzt haben wir schon mal, dass wir auf jeden Fall weit vorne fahren sollen. So, wie machen wir es denn? Max Power. Machen, nehmen wir erstmal die nicht so starken Kopfsteinpflasterfahrer. Die Kamera wieder ein bisschen drehen, damit das funktioniert. So, Lukas Vogt und Christian Reuter sind die beiden, die eigentlich am wenigsten Fähigkeiten haben auf dem Kopfsteinpflaster. Irgendwie will es das nicht so richtig. Das nervt. So, Ausreißergruppe lassen wir natürlich weg, macht auch überhaupt keinen Sinn. So, Christian Reuter kümmert sich um Juul Thijssen. Wen haben wir denn sonst noch ganz gut in Form? Dann haben wir Tim Fundelroy, ordentlicher Kopfsteinpflasterwert. Christian Gebhardt mit der minus 1, natürlich hohe Ermüdung Julian Rietz. Dann nehmen wir aber Fundelroy für Rietz. Ach, das gibt's doch nicht, Leute. Dann müssten wir eigentlich noch einen übrig haben. Max Power haben wir noch übrig mit der 76. Christian Gebhardt der 75. Jo, ist jetzt die Frage. Aber Max Power hat eigentlich die plus 1. Dann machen wir es nämlich andersrum. So rum. Hier rum, nach um Löffelstiel. Wer das nicht kann, der kann nicht viel. Keine Ahnung, wie ich da jetzt drauf komme. Das ist, glaube ich, aus dieser. Ist das die Monte-Werbung oder was war das? Wo die sich immer gegenseitig die Sachen weggenommen haben. Ich weiß es nicht. So, Erwin Moser, Kinderbuchautor. Hier natürlich auch am Start. Jeder versucht sich jetzt so ein bisschen was dazu zu verdienen. Ich schau mal, ob die Aufnahme läuft. Jetzt hört ihr gleich kurz keinen Ton mehr. Zumindest der Aufnahme nicht. Das Spiel's nicht. Mich hört ihr leider immer. So, sieht gut aus. Leda Noir ist mit dabei. Fernandez. Es könnte jeder Fernandez sein, aber es ist der Fernandez. De Klerk ist auch mit am Start und Saro. Okay, Saro, Saro. Kennt man ja. So, Verfeke ist wieder mit dem Bild. Der Mann drängt sich hier einfach rein. Und dann schauen wir mal, was denn heute so geht. Erstmal alles ruhig im Feld. Bianchi fährt sinnloserweise an die Spitze. Keine Ahnung warum. Wahrscheinlich, weil wir den 87er-Wert eingestellt haben. Die vorne werden sich jetzt erstmal einen großen Vorsprung rausfahren.
Im Endeffekt wird aber nichts mehr passieren. Oh mein Gott, Naruto Shippuden wurde jetzt endlich auf Netflix geedit. Jetzt gibt es keine Kommentare auf Twitter mehr. Wann kommt Naruto? Wann kommt Naruto, die neue Staffel? Ich habe das als Kind ja auch geschaut, Naruto, aber irgendwann konnte ich es nicht mehr schauen. Ich weiß nicht, ich kann diese ganzen Serien, die ich früher total geliebt habe, kann ich einfach nicht mehr schauen. Und ich weiß halt auch gar nicht, wie es ausgegangen ist. So Bleach, Naruto, was war sonst dabei? One Piece, gut, One Piece wäre das Einzige, was ich mir tatsächlich noch anschauen könnte, aber ich mach's nicht. Aber diese ganzen Serien, die irgendwie vor 20 Jahren mal begonnen haben, kann ich irgendwie nicht fertig schauen. Ich schaue momentan halt wirklich lieber diese Miniserien, auch auf Netflix und so weiter. Und ich mir denke, okay, 13 Folgen, da weiß ich, das haut richtig rein und dann ist es auch gut. Aber diese Ewig-Serien mit Kämpfen, die dann andauernd irgendwo stattfinden, dann schauen sie sich an, die Blitze treffen sich wie bei Dragon Ball. Kann ich nicht mehr gucken. Nö, nö, nö. So, Stoppschild wieder überfahren und dann reden wir jetzt über Paris-Roubaix. Schauen uns hier die wunderschöne Natur an. Den jetzigen Radsportmanager habe ich kaum gespielt. Ich glaube, da haben wir wirklich nur die Tour de France gezockt. Mehr haben wir echt nicht gemacht. So, wen nehmen wir denn als Wasserträger? Ich würde sagen Christian Reuter. Der ja am Kopfsteinpflaster leicht besser ist als Lukas Vogt. Wir nehmen trotzdem Christian Reuter. Wie gesagt, das sind so die am ehesten verzichtbaren Fahrer, ohne das jetzt zu böse zu meinen. Ich hau jetzt am Anfang mal die Achtfache rein. Weil die trödeln hier eh so dermaßen rum. Schön, dass sich der Weltmeister einfach mal zwischen uns versteckt. Wer ist überhaupt Weltmeister? Peter Sagan, da hätte man jetzt mit rechnen können. Weil wir sind ja auch schon in der zweiten Saison. So, vorm Kopfsteinpflaster holen wir Wasser. Kopfsteinwasser. Dann lassen wir ihn schon mal zurückfahren. Zuschauen. So, was wir natürlich noch machen wollten am Anfang, ich habe es groß angekündigt und dann wieder vergessen. So, wen haben wir denn sonst noch so dabei von unseren anderen Teams? Also bei BASF ist Pascal Wagner, Gregor Deuter, Benny Fjord, Hans Hansen, Hendrik Lohmer ist dabei. Okay, also der will seine Saison anscheinend wegschmeißen. Oh, guck mal, ich bin auch dabei. Fabio Meyer, Luis Bockel, auch früher bei uns im Team gewesen, ein guter Hügelfahrer und Michael Wassmer, der einfach auch sich jetzt denkt, ist mir egal, was hier passiert. Hauptsache, ich komme raus. Die Werte sind auch noch sehr durchwachsen. So, Jonathan Götze ist natürlich dabei. Philipp Bast, Lukas Göring, Florian Harrer, Moritz Hintermeier, Paolo Pinkel, Paolo Paulinho, ich weiß es nicht mehr. Adrian Vogt und Matthias Wittan. Wie gesagt, falls ich die Vornamen nicht mehr hinbekomme, dann verzeiht es mir. Müsst nicht gleich mit der Mistgabel und der Fackel vor meinem Haus stehen. So, und Team Skoda haben wir natürlich auch noch mit Miana Acebal, der sich einfach mal ins Team eingekauft hat. Adrian Götz, Nils Kuschon, Andi Schmidt, Matthias Simon, Michael Steli, Jona Dreuer und Nadja Tripodi. Wem das jetzt zu schnell ging, dem ging es zu schnell. Können wir ja immer noch schauen. Wer dann in Ausreißergruppen drin ist, dann werden wir das alles ganz in Ruhe behandeln. So, jetzt machen wir den Achtfache rein. Damit die Jungs mal ein bisschen ins Radeln kommen. So, Max Power sieht man über die Plus 1 durchleuchten. Ja, schön. Und dann geht es jetzt gleich in die ersten Sektoren rein. Da heißt es dann schön weit vorne fahren. Und dann können wir unsere vier Fahrer ja auch mal markieren, unsere vier Beschützten. Und denen sagen, dass sie schön weit vorne im Feld fahren sollen. Das sollten wir uns auch ganz ruhig anschauen. Wir müssen jetzt nicht. Wir wollen nur, dass nichts passiert. Mehr wollen wir gar nicht. Ein 65er Wert jetzt hier drüber ist auch kein Drama, auch wenn wir uns da vorne jetzt gerade absetzen. Aber vielleicht können wir ja auch schon mal so ein paar distanzieren. Kann ja sein, falls hinten ein Sturz passiert. Hier, Dybala von Juventus ist schon umgefallen. Haben jetzt gerade hinten gesehen. Dann können wir jetzt hier auch wieder normal fahren. Aber bitte wieder vorne.
So, das erste Stück haben wir schon mal gut überstanden. Wir schauen mal und werfen einen Blick zurück. Da sind die ersten Lücken natürlich wieder von Skoda gefüllt. Steli und Götz versuchen da wieder den Anschluss herzustellen. Mark Cavendish ist hier auch noch am Start. Die Werte allerdings, ja doch, 79. So, sorry, das ist immer noch ziemlich gut. Paulaner ist hier mit dabei. Dann sehen wir BASF mit Meyer, Göring. Geschke versucht da den Anschluss herzustellen. Benny Fjord ist abgehängt. Allerdings fährt jetzt hier auch alles wieder zusammen. Ich wette, dass ich hier hinten auch irgendwo bin. Das bin wahrscheinlich ich. Nee, Hansen. Und jetzt sollten wir vielleicht vorne auch wieder ins nächste Stück reingehen. So. Schauen wir mal, ob wir wieder gepasst haben. Alle wieder vorne dran und wir versuchen es mal sehr konzentriert mit unseren Fahrern zu machen. Christian Reuter hatte immer ein bisschen Probleme. Wasser mussten alle wieder haben. Schauen wir, wann wir das Wasser, das zweite Wasser holen. Ist immer ganz wichtig, wie man das positioniert, weil ansonsten wird er auch abgehängt. So, ruckel, ruckel, ruckel. Monty Python. 1,2 Kilometer lang, also nicht gerade kurz. Über Zurflug übernimmt er jetzt einfach mal die Tempoarbeit, aber mit dem 60er-Wert, nein, da geht der Puls mal leicht hoch. Bei Christian Reuter sieht man schon, was das mit anderen Fahrern so macht. Also so ein paar Teamhelferlein kann man da vielleicht tatsächlich schon mal abhängen. So, Jim Peisen fährt schon vorne. Oh, Loch im Zahn, natürlich mein Lieblingsgag. Stanek Süber hat auch ein Loch im Zahn. Und dann machen wir es wieder so. Und dann doch wieder nicht. So, danach können wir aber eine kleine Pause machen, weil ich glaube, dann kommt erst noch kein Kopfstandpflasterstück, oder? Nee, es kommt gleich noch eins. Wenn ich es richtig gesehen habe. Müsste denn hier ums Eck nochmal eins kommen? Oder sind wir jetzt doch schon durch? Dann sind wir doch schon durch. Also, Klassikerrennen sind immer mega anstrengend und Paris-Roubaix ist, glaube ich, das anstrengendste Rennen überhaupt. Positionieren wir uns wieder. Bislang haben wir keinerlei Verluste, kein Loch im Zahn, keiner musste zum Zahnarzt. Alle Radeldinger sind noch ganz. Radeldinger, immer diese Fachsprache hier auf dem Kanal. Unfassbar. Ich nehme das jetzt auch gerade früh morgens auf, irgendwie bin ich noch nicht so ganz auf der Höhe. Haut die Quarantäne dann doch rein. Ich glaube, ich muss heute noch mal raus. Heute ist auch wieder blauer Himmel. Gestern hat es hier nur geschüttet. Ist sogar Schnee gefallen und jetzt ist wieder strahlender Sonnenschein und ich rede gerade vom Mikro weg. Aber wie kann man das nicht so richtig einordnen, was hier gerade alles passiert? So, hin und her und dann müssten wir wahrscheinlich gleich nach den zwei nächsten Stücken dann auch nochmal Wasser holen. Im entscheidenden Moment werden wir wahrscheinlich wieder zurückfallen, wie immer. Jürgen Theissen prügelt sich da einfach durch, wie man es gerade gesehen hat. Rechts, links, rechts, links. Keine Rücksicht auf Verluste. So, Maurice ist gestürzt. Oh, Michael Wassmer ist gestürzt. Mensch, das war's für ihn. Die Saison ist rum. Bumm, zack. Moped fährt noch drüber. Ja, schön. Ja, wer war denn das? Rosetto ist natürlich über mich drüber gestolpert. Benny freut sich gerade. Und das war's für ein Vasi. Gucken dir an. Saison aus. Mhm. Aber Rosetto kann natürlich weiterfahren. Die mit dem Rosetto-Moor. So, jetzt müssen wir hier vorne aber mal wieder Tempo rausnehmen. Makes no sense. Bitte weiter vorfahren, Leute. Und dann wäre gleich die Möglichkeit, oder jetzt wäre eigentlich schon die Möglichkeit gewesen, Wasser zu holen. Ich weiß nicht, ob das jetzt so clever ist. Da kommt gleich ein Hügel. Dann holen wir danach Wasser. Dann muss Christian Reuter nicht ganz so weit zurück. 2 Kilometer lang das nächste Parallelstück. Querenier, oh man. Klingt aber total schön. Französisch ist so eine schöne Sprache. So, Leute, 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 bremsen.
halb so schnell. Dann haben wir Sepp van Marke, natürlich auch einer der Top-Favoriten heute. Craig van Avermaet ohnehin. So, dann würde ich sagen, Christian Reuter kann jetzt schon mal ein Wasser holen. Kann er sich hier zurückfallen lassen. Und dann anderen Jungs wieder ruhig, ruhig, ruhig. Und dann beobachten wir mal Christian Reuter nicht, dass der da irgendwie aus einer Gruppe rausfällt. Das passiert hier ja extrem gerne, wenn da dauernd wieder Lücken entstehen und zugefahren werden. So, also das ist passiert, was ich befürchtet habe, warum Michael Wassmann hier mitfährt. War mir generell ein Rätsel. So, jetzt haben wir immer noch 114 Kilometer vor uns. Das Wichtigste kommt noch. Es ist nichts Schlimmes passiert. Bislang läuft eigentlich alles soweit gut. Christian Reuter hat auch Wasser mitten im Feld bekommen. So habe ich mir das gewünscht. So, nächstes Kopfsteinpflasterstück. Ich würde jetzt gerade mal darauf verzichten, da Tempo zu machen oder vorzuschicken, weil Christian Reuter jetzt auch gerade kommt. Eben nur ein kurzes Stück und danach haben wir nochmal ordentlich Straße danach, normale Straße, und dann haben alle auch wieder Wasser und das Team ist komplett. Bislang läuft alles gut, aber das ist auch die ruhige Phase, 166 Fahrer sind noch drin, ein paar wenige sind zurückgefallen, 4 Minuten der Vorsprung für die Ausreißer. Tempo wird jetzt aber hier hinten schon ein bisschen höher und da gab es wieder einen Sturz, auch Hendrik Lohmer natürlich verwickelt. Ich verstehe nicht, warum hier so viele Bergfahrer und so weiter mitgenommen werden. Steig bitte einfach aus. Wir wollen dich auf jeden Fall bei den großen Rundfahrten sehen. Das wäre echt schön. Ein 78er Bergwert. Kann man bei der Tour de France schon mal in Richtung Top 10 fahren. Why not? Barona not. Winona Ryder ist eigentlich auch voll Radsportmäßig. So, jetzt geht es langsam in die entscheidende Phase. Die letzten 100 Kilometer. Also sehr, sehr langsam geht es jetzt in die entscheidende Phase. Langsamer ist es noch nie in die entscheidende Phase gegangen, wenn es noch 100 Kilometer sind. Aber wir bleiben trotzdem wachsam und versuchen vor allem nach wie vor, uns schön weit vorne zu positionieren. So, der Bora-Fahrer haut sich da noch einen Energieriegel rein anscheinend. Okay. Die werden einfach nur weggeblockt. Jetzt schauen, dass man die Werte eben auch richtig trifft, weil wenn Jude Heißner jetzt mit 55er Wert vorne wegfährt, nimmt ihm das irgendwie Energie weg, nur 138er Puls. Julian Rietz nimmt das eher gelassen hin, ne? Also soll sich ja auch nicht zu sehr stressen. Aber dann ist immer so der Punkt gekommen, wo man hier irgendwie dann doch gerne mal abgehängt wird, aber jetzt müsste vorne ja auch wieder Tempo raus sein, weil Jude Heißner es wieder rausgenommen hat. So, jetzt Kopfsteinpflaster, Kopfsteinpflaster. Das sind die nächsten Meter. Jetzt gibt es erstmal einen kleinen Hügel hoch und dann geht es wieder in Kopfsteinpflasterstück. Und natürlich die Entscheidung wird dann, oder die ersten großen Verluste wird es dann hier geben. Und die Entscheidung fällt natürlich hier auf diesem letzten großen Kopfsteinpflasterstück. Da muss man dann aktiv sein und dranbleiben. Jetzt wird es sehr schmal hier vorne. Damit wir uns schon mal in Position fangen können, nicht, dass wir da irgendwie durchgereicht werden. Julian Rietz ist wieder auf der Busspur unterwegs. Achso, stimmt, ich steuere ja alle gerade. Wir sind ja so schön. Wupp, wupp, Entschuldigung. Freue ich mich ein bisschen drüber. Ne? Oh, da hat es einen hingehauen. Da ist Julian Rietz einfach nochmal drüber gefahren. Das sah jetzt auch, gerade wenn in der ersten Gruppe da sowas passiert, dann kann das schon mal übel sein. Jetzt sollten wir mal kurz den 70er Wert mit einstellen, damit wir hier auch in das nächste Stück direkt weiter gut mit reinkommen. Da ist Julian Rietz nämlich jetzt schon abgehängt. Ich gehe mal ganz kurz eine Gruppe weiter vor. Schauen wir mal, wie es hier so ausschaut. Da haben wir Vogt, der da ordentlich treten muss. Ich würde trotzdem sagen, wir nehmen jetzt mal hier ganz kurz ein bisschen raus. Wir müssen hier kein Tempo machen. Nur mitfahren und dann schauen wir mal, ob Rietz hinten wieder rankommt. Okay, jetzt müssen wir wieder aufpassen. Boah, das ist immer so mega anstrengend, gerade auch wenn man so viele Fahrer hat. Tempo wird jetzt, glaube ich, wirklich ein bisschen höher. Ein 70er Wert ist jetzt schon fast. Oh, da hat einer einen Platten.
So, jetzt kommt erst nochmal ein langes Stück Straße. Da sehen wir auch schon die Ausreißergruppe. Dann können wir uns wieder positionieren. Lukas Vogt ist noch dabei. Christian Reuter ist dabei. Max Power ist jetzt abgehängt gerade. Das ist nicht gut. Er muss wieder ranfahren, beziehungsweise kann sich jetzt auch hier mit dranhängen. Für die nächste Gruppe. Muss er jetzt ein bisschen arbeiten für. Aber das wäre sehr, sehr suboptimal. Wenn wir jetzt hier schon zwei Helferlein verlieren würden, sonst hätten wir nämlich noch Lukas Vogt und Christian Reuter vorne, die aber das nächste Kopfsteinpflasterstück nicht mehr überleben werden. So, auf kommt schon, fahrt wieder ran. Zoflu und Tyson sind noch in absoluter Spitzenform. Was hat Jules Tyson für Sprintwerte? Na, passable. Mehr aber leider nicht. So, da vorne geht's ins nächste Kopfsteinpflasterstück. Jetzt würde ich mal etwas früher allen Fahrern sagen, dass sie schnell fahren sollen. Nein, Leute, bitte kommt gut durch. Oh, da hat es einige Favoriten weggepröselt. Jules Tyson zum Glück nicht betroffen, aber Oliver Zurflu ist betroffen. Und das könnte es dann auch schon gewesen sein für ihn. Der tritt jetzt hier einen großen Gang. Mal schauen mit Peter Sagan von Avermaet und da würde ich jetzt aber mal keine Arbeit mitmachen, aber auf jeden Fall mit dranhängen. Wir treten jetzt natürlich hier einen riesigen Gang. So, was macht Jules Tyson? Er macht hier quasi die Führungsarbeit. Aber jetzt nehmen wir doch mal wieder raus und warten dann vielleicht. So, ja, jetzt müssen wir erstmal sammeln. Wirklich erstmal sammeln. So, Max Power ist eigentlich platt. Kümmert sich jetzt mal hier drum. Dann Gebhardt kümmert sich mal um Rietz. Und dann müssen wir mal schauen, wie es hier überhaupt weitergeht. Van der Roy ist hier eigentlich dran an der Gruppe. Wenn ich es nicht besser wüsste. Jetzt wird er doch abgehängt. Wo ist Zurflu? Der ist hier hinten in der Gruppe. Wo jetzt natürlich die Top-Favoriten auch kämpfen. Tyson lassen wir vorne sich jetzt mal ausruhen. Die anderen Teams sollen da Tempo machen. Also, kurzer Zwischenstand, 73 Kilometer vom Ziel. Tyson, unser Kapitän, völlig unbeschadet vorne mit dabei. Julian Rietz haben wir noch als absoluten Edelhelfer. Gebhardt und Max Power sind dabei. Und Rietz kriegt jetzt dann auch wieder das hier. Und jetzt müssen wir kurz einmal nach hinten gehen. Und wir schauen aber auch, dass wir hier vorne jetzt dranbleiben. Zuflug kriegt wieder Christian Reuter, beziehungsweise Christian Reuter hat seinen Job jetzt getan für den Tag. Das müsste eigentlich passen. Und Lukas Vogt ist auch raus, aber trotzdem gute Arbeit geleistet. Jetzt gehen wir wieder nach vorne. Schauen uns unsere Fahrer an und müssen da jetzt auch mit Fandelroy, der vielleicht da am Kopfsteinpflaster wieder ein bisschen nach vorne fahren kann. Der Tyson ist zu stark, der darf nicht dauernd die 85 fahren und geht's eigentlich auch nicht. Aber so sind sie in Position. Auch das haben wir wieder überstanden. Eieieiei, ein Hin und Her. Aber wie gesagt, wir versuchen jetzt mal hier hochkonzentriert durchzukommen und einige Favoriten sind da jetzt ja schon abgehängt. Die müssten hier in dieser Gruppe eigentlich kommen. Van Avermaet ist hier dabei. Ich hoffe auch, dass Zuflu sich da dran hängt. Haben wir auch Pascal Wagner, auch einen sehr guten Kopfsteinpflasterwert. So, nichts verpassen. Van der Roy ist, glaube ich, auch durch. Können wir jetzt auch mal auf automatisch. Dann konzentrieren wir uns jetzt auf Rietz und Tyson und hoffen, dass Zurflu da hinten nochmal mit rangefahren wird. Nehmen wir uns jetzt mal hier vorne mit dran. Da sieht man, dass Jules Tyson extrem gut drauf ist. Kann man vielleicht auch noch ein kleines bisschen regenerieren. Und jetzt sind hier die Spitzenfahrer, sind wieder dran, aber die haben ordentlich Energie verballert. Zuflu soll da jetzt auf jeden Fall dranbleiben, nicht, dass er da gleich dann in der Lücke zufahren muss. Natürlich viele, viele BMC-Fahrer hier mit dabei. Oliver Zuflu ist wieder dran. Und jetzt am Kopfsteinpflaster fährt er bitte auch nach vorne. Da wird es jetzt gleich viele Verschiebungen geben. Mal schauen, wen können wir denn noch an die Seite stellen von Zurflu, der jetzt natürlich viel Energie gelassen hat, aber mit der Plus 4 sollte er einen Helfer bekommen. Da muss Julian Rietz sich dann jetzt mal ein bisschen zurücknehmen. So, also Zurflu und Tyson sind unsere Fahrer. Und Rietz eigentlich auch.
So, bitte wieder in Position. Dann sind wir da drüber und dann war es das auch schon wieder mit dem Kopfsteinpflasterstück. Da kommt dann gleich erstmal nur ein kurzes. Dann wieder positionieren. So, 30 Fahrer sind vorne dabei und wir haben 5 dort vorne platziert, was ich persönlich ziemlich gut finde. Aber noch haben wir nichts gewonnen. 5 Fahrer in den Top 35 hat noch keinem geholfen. Tyson sieht gut aus. Plus 4. Hier kommt nur noch mal ein ganz kurzes Stück. Da können wir jetzt auch mal so drüber fahren. Ich glaube nicht, dass hier schon Attacken kommen werden. Außerdem müssen sich jetzt auch alle erstmal ein bisschen erholen. Ausreißergruppe ist schon lange geschluckt. So, also Paris-Roubaix gehört eigentlich zu meinen Lieblingsrennen, auch beim, wenn man es dann spielt. Weil man hier so aufpassen muss, die ganze Zeit. Was hat Tyson für einen Wert in der Ebene? Ja, heute eine 78, nicht schlecht. Jetzt, wo wir so eine kleine Pause haben, kann vielleicht Christian Gebhardt nochmal mit den letzten Energiereserven Wasser holen. Lässt hier vorne aber auch schon wieder aufpassen. Hat gerade, achso, stimmt, weil Gebhardt da jetzt versucht, mit letzter Kraft Wasser zu bringen. So, das hat leider nicht mehr ganz gereicht, aber jetzt müssen wir aufpassen. Jetzt waren wir zu weit hinten in der Gruppe. Scheiße. Oh, kommt schon. Lasst euch da jetzt nicht duppen. Wieder vorfahren. Okay. Müsste gepasst haben. Oh, da gehen jetzt Attacken. Van Baarle, Heyman, Sagan, Stuyven. 50 Kilometer vom Ziel ist mir persönlich zu früh. Dann müssten eigentlich jetzt erstmal die anderen reagieren. Arnaud Demar greift an. Eieieiei, jetzt müssen wir echt aufpassen. Jetzt müssen wir auch zu den größten Mitteln greifen. Ich gebe mal Zurflu jetzt für Tyson. Und Tyson muss ein bisschen weiter vorfahren. Müssen wir die Attacken kontern können. Jetzt macht Max Power da, der soll macht Tempo, aber so richtig machen muss er das eigentlich nicht. Sepp van Marke. Huiuiuiuiui. Oh, lass dich nicht einklemmen. Lass dich erstmal mitfahren. 47 Kilometer, das ist verdammt lange. So viel am Hinterrad und jetzt ist auch leider Julian Rietz abgehängt, aber das ist auch klar. Okay, wir bleiben vorne. Wir haben jetzt noch Zurflu an der Seite, der da sein Bestes gibt. Okay, er kommt noch über dieses Kopfsteinpflasterstück mit drüber. Können mit Jules Tyson jetzt nicht dauernd Attacken mitgehen. Und es ist ja auch immer ein Trugschluss, dass es auf den Kopfsteinpflasterstücken entschieden wird. Viel wird auch immer hier auf der normalen Straße entschieden. So, Rietz ist hier hinten und das war es dann auch. Also da brauchen wir uns jetzt auch nicht mehr groß drum kümmern. Ein Wasser wäre, glaube ich, nochmal gut, aber das kann man sich im Finale dann auch selber holen. So, nächstes Kopfsteinpflasterstück. Aber nur kurz. Die ersten Attacken sind zum Glück vorbei. Jetzt hat Lotto da die Führungsarbeit übernommen, aber der sah jetzt auch nicht mehr so ganz frisch aus. 25 Fahrer, jetzt haben wir natürlich unsere 10 sind raus, 3 davon von uns in den letzten Minuten. So, nächste Kopfsteinpflaster. Tempo ist nicht wirklich hoch. Jetzt doch. Attackieren die gerade oder was machen die da? Da kommt irgendwie kein Unterschied. Aber wieder rausgenommen. Okay, wir müssen die richtige Attacke natürlich mitgehen. Weil jede Attacke mitgehen, dann war es das. Jetzt ist Oliver Zurflu raus. Mal schauen, vielleicht schafft er das noch.
Jetzt ist eh erstmal kurz ein bisschen Pause vielleicht. Aber ich glaube nicht, dass er nochmal groß vorkommt. Wäre jetzt eine große Leistung, da nochmal Wasser hinzubringen mit letzter Kraft. Aber jetzt kommt das nächste Kopfsteinpflasterstück, das wird ihm den Zahn ziehen leider. Ah ne, nur kurz. Habe ich unten in der Karte auch gar nicht gesehen. Die nächsten Attacken kommen. Auf, komm schon. Yes, sehr gut. Also, dann haben wir nochmal Wasser. Jetzt übernimmt wieder ein Team die Führungsarbeit. So, und jetzt kommt natürlich die entscheidende Phase. Man kann es sich mit einer falschen Aktion hier echt vermasseln. Christian Reuter ist gestürzt. Ich hoffe, er fährt weiter. Also ein Massensturz da hinten ist auch völlig unnötig. So, Benny Fjord ist gestürzt. Nicht gut. Ja, auf geht's. Gehen wir mal ein bisschen mit. Ja, das war's für Zurflu. Aber die hauen jetzt hier ein ordentliches Tempo rein. Ja, aufpassen. Dranbleiben. Zurflu ist gestürzt. Auch jetzt mega unnötig. Also nicht, dass es nötige Stürze gibt, aber jetzt gerade in der Situation. Sprinten die aus der Kurve raus? Nee. Okay. Erstmal ruhig. Ruhig. Was macht er? Nächsten auch mit einem Hammerwert. Kopfsteinpflaster. So, und jetzt geht's in die entscheidenden Stücke rein. Ruckler eingebaut, so kurze Entspannung im Feld. Alle schauen sich an. So, jetzt Attacken und jetzt kommt auch die entscheidenden Stücke. Die 90er Wert schon Probleme haben mitzufahren. Ja, nee. Lieber das eigene Tempo. Jetzt kratzt man immer einen roten Balken weg. So, jetzt bin ich echt gerade mega angespannt. So, jetzt sind es noch 12 Fahrer, die hier drin sind. Nochmal ein kurzes Kopfsteinpflasterstück. Kurze Pause, mal schauen, ob einer attackiert oder ob einer was macht. Jetzt macht erstmal keiner was. Jetzt kommt Niki Terpstra, das sah aber, ich glaube nicht, dass der noch so viel Energie hat. Jetzt kommen hier die Attacken, da müssen wir uns dranhängen. Okay, das war nix. Noch 11 Kilometer. Ja, das könnte eine gute Attacke sein. Noch 9 Kilometer. Puh. Ne, da ziehe ich zu viele mit. Okay, okay, okay. Noch 6,5 Kilometer. Ich bin gerade ein bisschen ruhig, wie man merkt. Konzept-Fun-Marke mit einer Attacke.
weiß nicht. Nehmen wir uns wieder mal einen Degenkolb dran. Der ist auch schon wieder relativ schnell abgeblasen alles. So, und jetzt geht's rein ins Velodrom, noch 5 Kilometer. Alter Vater, es geht auch direkt hier in die Ego-Shooter-Perspektive. Ich fahre das Ding von vorne, ist mir egal. Wir haben eh keine Chance sonst im Sprint gegen die Besten. Ein Sprinter, Juhl. Ja, da haben wir keine Chance gegen die. Aber trotzdem gutes Ergebnis. Und gewinnen wird. Ah, nur Demar gewinnt. Ah, schade. Da sind wir Siebter geworden. Aber spannendes Rennen. Sehr spannend. Aber ich konnte jetzt keine Attacke mehr hinten raussetzen. Dem Sprint haben wir keine Chance. Egal, wenn wir uns hinten dranhängen, kommen wir aus keinem Windschatten mehr raus. Mit einem Sprintwert von 67, 68 Beschleunigung. Heute natürlich plus 3 bei beidem. Aber das war spannend. Schade, dass hinten raus nicht irgendwie noch eine Attacke irgendwie so funktioniert hat. Das wäre cool gewesen. Wir sollten gleich auch unsere anderen Fahrer anschauen. Ich hoffe, Christian Reuter fährt, oder? Ja, sehr gut. Lukas Vogt. Also wir haben erstmal keine Sturzverluste. Lukas Vogt ist natürlich schon ziemlich platt. Schauen, haben wir denn andere Fahrer dabei aus unseren Abonnententeams? Erstmal nicht in den Top 20. Also da ist Jules Tyson jetzt der Einzige, der es gepackt hat. Andere Fahrer aus unserem Team, 24, 26, 28, finde ich auch mehr als bemerkenswert. Und das hat gerade richtig Spaß gemacht. Also mir zumindest. War jetzt auch mega nervös. Siebter Platz, okay. Aber da war jetzt einfach auch nicht mehr drin. Im Finale. Das ist halt dann schade, wenn man so Fahrer gegen sich hat, die so stark auch noch im Sprint sind. Da hat man einfach keine Chance. So, Lukas Vogt schon noch halbe Stunde Rückstand circa. Das geht ja noch. Hätte man schlimmer erwarten können. Ich trinke gerade noch ein Stück Wasser. Und dann würde ich sagen, überspringen wir einige der nächsten Rennen und gehen dann in der nächsten Folge direkt zum Amstel Gold Race. Ich weiß nicht, was hätte ich jetzt anders machen können im Finale. Also ich habe 4-fache Geschwindigkeit, das hätte ich anders machen können. Nee. Was wäre so eine Renntaktik gewesen, wo man sagt, okay, komm, das wäre doch jetzt noch eine Möglichkeit gewesen, weil eine Attacke oder so, ich habe es versucht, da haben sie gekontert, ansonsten konnte ich eigentlich generell immer nur kontern. Und wenn man sich mal unsere Konkurrenz da anschaut, Niki Terpstra, Sepp van Marcus, Dennis Güber, Oliver Nessen, Van Avermaet, Christoph Sagan, Degenkolb, Demar, sind jetzt nicht die allerschlechtesten. Und wenn ich mir so anschaue, dass Lukas Vogt als schlechtester unserer Fahrer mit knapp 29 Minuten Rückstand drin war. Ja, guck mal hier, die Ausreißergruppe. Also richtig gutes Teamergebnis auch von uns. Wir schauen mal, Gesamtwertung haben wir schon gesehen. Teamwertung, ja, okay. Fünfter, aber trotzdem gutes Ergebnis. Unser Team ist jetzt ja auch nicht 100% darauf ausgerichtet. Quickstep hat ja sowieso damals zumindest ein Team gehabt. Die Verbindung wurde getrennt. Damals auch ein Team gehabt, was sehr auf Eintagesrennen bzw. kurze Rundfahrten ausgerichtet war. So, trotzdem bin ich zufrieden mit. Siebter Platz. Wie gesagt, jetzt kommt Paris-Camembert, was quasi wieder Quebec-Quebec ist. Kennt man ja, Quebec-Camembert ist besonders lecker. Brabantse-Pile würde ich dann auch weglassen, genauso wie den Grand Prix de Dinan. Und dann würde ich beim Amstel Gold Race in der nächsten Folge wieder einsteigen. Da dann natürlich wieder komplett andere Fahrer, die dort am Start sind. Am 16.04., also eine Woche Regeneration, haben die Fahrer noch. Mathis Hinken ist nicht in Bestform. Ja, er kommt mit seinem Trainingsziel, Bahnbrechen nicht zurecht. Ich weiß es doch. Also irgendwie jeder hat da sein eigenes Problem. Nie kann man es jedem recht machen. Also schreibt nochmal in die Kommentare, was man taktisch hätte anders machen können, wie man vielleicht den siebten Platz hätte verhindern können und das ganze Ding zum Sieg geführt hätte. Das würde mich mal interessieren, weil ich auch nicht der gewiefteste Kopfsteinpflasterfahrer bin. Da ist der Lukas wahrscheinlich auch 10.000 Mal besser als ich. Ich kann mich auch noch erinnern, dass wir irgendwie mal so ein episches Kopfsteinpflasterrennen hatten, wo er mich dann hinten raus noch übertölpelt hat. Ja, ich glaube, das war sehr ärgerlich. Da träume ich heute noch von. So, nächste Rennen.
Amstel Gold Race. Wir sehen uns dann morgen wieder, wenn alles normal läuft. Und dann sage ich Dankeschön fürs Schauen.